Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauende auf diesem Kanal, zu unserem heutigen neuen Video, wo es mal wieder heißt Opening bzw. Unboxing. Tja, das letzte Hauptset für dieses Jahr ist da. Ihr werdet nicht hier, wenn ihr es nicht wissen würdet, heute für euch exklusiv das Display Rage of the Abyss. Tja, was hier drin verbirgt, das sehen wir wie immer nach dem kleinen Intro. Und wie versprochen, da sind wir zurück. Dann schauen wir natürlich da mal rein in das Display Rage of the Abyss mit unserem Wassersupport. Ja, nicht nur Wassersupport, dieses Display wird die Meta verändern. Wir haben die Chance auf die neue Handtrap. Mal sehen, ob wir die neue Handtrap bekommen. Ich nenne sie mal ganz einfach Maxi 2.0. Geflügeltes Ungeheuer, Windstufe 4. Ihr wisst da, was ich meine. Nichtsdestotrotz haben wir High Support. Wir haben Support für unsere 6 Samurai-Karten. Wir haben natürlich wieder die Chance auf den... diesmal ist nicht der Dragon of Pride and Unity. Diesmal haben wir Pride and Soul, sondern das Fusionsmonster dazu. Ich bin gespannt, eine Quarter zu bekommen oder nicht. Erste Booster. Rage of the Abyss. Ich persönlich ziele auf die neue Falle ab, die neue Handtrap-Falle, und ich persönlich ziele ab auf den neuen Rotaugen, den Full Metal Alchemist blablabla Rotauge. Mal sehen, was wir so alles Schönes bekommen. Wir haben Chaos, Stern, Quellen, Drache. Wir haben Azamina, Sol, Erich, Sichtion. Wir haben einen anarchistischen Mönch, der 6 Samurai, natürlich 6 Samurai-Support darf hier nicht fehlen. Azamina, Entschlossenheit, und unsere erste Holo dabei ist als Super der Drachlingshai. Ich sag ja, Haie ohne Ende. Als zweite Karte des ganzen Sets, nicht schlecht. Weiter haben wir schwere Kavallerie der unzerstörbaren Insekten. Na klar, die Insekten kriegen ja auch noch ein bisschen Stuff. Unsere, wie heißen sie? Battle-Resten. Sankenfuro, wir haben Ragnareika, Blauregen der Leiden und den Strom der Tugend für die Commons. Auf die wir nicht weiter eingehen müssen. Die Metall, Soa und so weiter, Support finde ich auch sehr geil. Also der Metal-Morph-Kram. Mal sehen, was wir da so Schönes bekommen. Kampfwespe, Sachi, der Zeremonienbogen. Künstlerzauberer, Ballreiter, bewaffnete Rebellion. Schuld und die sündhafte Beute. Und wir haben eine weitere Super. Auch nicht schlecht. Unterwerfungslied Morganit. Diese Morganit-Karten finde ich sehr, sehr witzig. Mal sehen. Dann haben wir Spielmarkenunterstützung. Finde ich auch nice. Mimigul Gabelung. El-Magi Mergi. Und den Aufsauger des endlosen Albtraums. Okay. Alle Secrets, alle Ultras noch verfügbar. Wir haben die verlockende Königin des Chaos. Nice. Wir haben Ruby Saphirus, das Adamant Juwel. Phaleon Schwestern. Ixis Poseidon Schwall. Und wir haben die geheiligte Azamina. Für unsere super Karten. Taktikausbilder der 6 Samurai, heulendes Urärztes, Strom der Tugend und die Valmonika Ereditare. Ereditare. Da haben wir was Neues, die Soa, das teuflische Ungeheuer. Mega geiles Artwork. Da hätte ich mich gefreut, wenn das ein Holo geworden ist. Müssen wir auf den nächsten Megatins warten. Panzerungshai, Max Metallwandler, Marionettenhai, und wir haben als Superfusionskarte Azamina Ilia Sylvia. Ein Illusionsmonster plus ein Lichthexermonster. Da kann man bestimmt viel Blödsinn mit rausbauen. Dann haben wir wieder den Kumpel. Eine New Biene. Eine New Bee war schon cooler. New Biene. Naja, Sommerhausaufgaben fertig. Interessant. Taktikausbilder der 6 Samurai. Weiter geht es mit anarchistischer Mönch der 6 Samurai, Aquajet auftauchen, eine Insektenladung, ein Mantmann der Mantman, der Ultramensch, und wir haben Gebrüll des Urerzes als Schnellzauberkarte. Okay, immerhin noch nichts Doppeltes.
Aufsauger, Valmonica Irritare, Tartaros und einen Schmetterlingsfisch. Einen Schmetterlingsfisch. Was gibt Schöneres? Könnte ein Pokémon sein. Gut, weiter geht es mit dem mementolanischen Akihiron. Akihiron, mega coole Karte. Chaos, Sternquellen, Drache, Gehirnwäsche freisetzen. Das könnte fast eine Pokémon-Karte sein, von einer Trainerkarte. Okay. Reinkarnations-Entschleierungspanzer. Und wir haben unsere erste Ultra. Ja, mega nice. Stimmt ja, hier haben wir Eria als Charmer mit dabei. Eria, die Wasserkanalisiererin. Mega cool. Feiere ich ab. Eria ist sowieso wunderschön. Feiere ich ab. Kommt gleich erstmal eine Hülle. Schwere Kavallerie, der Furo, eine Rüstung und eine Gabelung. Da siehst du, erste Holo mit dabei. Und natürlich eine Waifu. Schön, Eria, freut mich. Kann im Wasserthema natürlich nicht fehlen. Darf im Wasserthema natürlich hier nicht fehlen. Noch drei Ultra verbleiben. Kampfwespe, Raptier, der Ansturm, Zeitmotor, eine Azamina Entschlossenheit, eine Rebellion und wir haben als Super Rare, Heos Varok, die mechanische Dämmerung, zwei Lichtmaschine-Monster, generisches Ziel. Interesting. Kampfwespenwind, einmal die fertig, Kuku, Neuneck-Dinosaurier-Effekt, interessant und die Newbiene. Los, Rotauge oder Handwrap. Azamina, Sol, Erich, Chiton, den Panzerungshai, dann die Königin des Chaos, die Soa. Wir haben die Geißel vom Weißen Wald. Whitewoods, weiterer Support. Sehr schön, immer noch nichts Doppeltes. Die unzerstörbaren Insekten der Union-Piloten, die Mimigul-Rüstung und der Titan des Tartaros. Wir haben den Ballreiter, einmal ein Juwel, einen Marionettenhai, einen Dotan, einen Mimigul-Schleim, okay. Mimigul-Schleim als Super Rare. Elmagi, Mergi, Unterstützung der Tokens Sangfugo und das Neuneck. Aquajet, auftauchen, einen Metallwandler, sehr schön, Schuld und die sündhafte Beute, den Poseidon-Schwall und wir haben unsere nächste Ultra mit dabei, das ist ein richtiges Wasser-Set, Nixenrüstung, Schattentrupp, sehr, sehr schön, guckt euch mal das Schild und Schwert dieser Fischmonster an, wenn ich diese Fischmonster sehe, dann muss ich gleich an H.P. Lovecraft denken, cool. Zweite Ultra wäre damit raus. Ereditare, Kampfwesten, Trajaner und hey, alte Vanillakarte, Zuru Puru Purun. Geil. Absolutes Träumchen. Aber die sind irgendwie schon echt witzig. Eria ist trotzdem hübscher. So, noch keine Secret. Zwei Ultras verbleiben noch. Zwei Ultras, zwei Secrets. Zeremonienbogen. Einmal ein Ansturm, einmal eine Insektenladung, einmal Phaleop-Schwestern und wir haben Metallsoa-X. Ja, cool. Schau, dass die normale Soa bloß noch kommen ist. Aber es ist cool, das mag ich. Vollkommen legitim. Sehr schön. Dann einmal wieder ein bisschen Bulk. Haben wir alles 100 Mal gesehen mittlerweile. Erich Zichtilon, Zeitmotor, Azarina Entschlossenheit, einen Entscheidungspanzer und wir haben das Secret, die Täuschung. Die Täuschung und die sündhafte Beute. Mit Foil Bleeding. Schick. Schick und ich denke auch nicht günstig. Hat sich schon mal gelohnt, dieses Display hier zu öffnen. Auf alle Fälle eine coole Karte. Erstes Secret. Einmal Urerz, Gabelung, Leiden und Fisch. Wir haben leider immer noch keine Rotaugen.
Und keine Quarter. Einmal einen Ballreiter, einen Entscheidungspanzer, eine Rebellion, einen Ultramensch und wir haben das Secret. Wir haben die verdammte Handtrap gezogen. Ich fasse es ja nicht. Das Display hat ja alles rausgeholt. Wow, Epic Pull, Junge. Epic Pull. Mulreizendes Fuvalos. Hui, nice. Das ist ein nice Drop. Das ist ein nice Drop. Jawohl, jawohl, jawohl. Das ist doch mal eine schöne Secret. Das ist doch mal eine schöne Secret. Hui. Einmal den Bulk zur Seite. Mulreizendes Fuvalos. Jawohl. Einmal frei, bin ich mehr als zufrieden. Display hat alles rausgeholt. Hat alles rausgeholt. Die beiden Karten. Ha! Kriegst du drei neue Displays für. Nice, 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 nice. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Wir haben Soa, das teuflische Ungeheuer, einen Zeremonienbogen, ein Auftauchen, ein Panzerungshai, Kampfwespe, Großpartisane der Revolution. Okay. Und ein bisschen was für die Tonne. Los, jetzt noch den Rotauge. Dann haben wir das beste Display hier aller Zeiten geöffnet. Adamant, Juwel, Königin des Chaos, freisetzen, Metallwandler, wir haben was für die Fiendsmiths, nicht schlecht. Agumenei des Unterweltschmiedes, ja, die können mittlerweile auch alles. Die können einfach alles, die haben Trampelschaden, die haben alles. Trampelschaden. Durchschlagen und Kampfschaden gegen ein Monster in Verteidigungsposition. Einmal den Kumpel. Wir haben Feuerstürme über Atlantis. Okay. Und einmal ein bisschen davon. Zwei Ultras verbleiben noch. Wir haben noch die Chance auf den Rotauge. Siehst du, den Blue Eyes, den haben wir auch noch gar nicht mehr gesprochen. Blue Eyes of the Heart. Herz der Karten, da ist der Blue Eyes drin. Sternquellendrache, Akihiron, Dotan, Marionettenhai und ne, wir haben wieder was Wassermäßiges. Auftauchendes Riesenmaul, die erste Karte des Displays. Rota.de 001. Rota.de 001. Wir haben wirklich Wasserstuff hier bei den Ultras. Soll mir egal sein. Eria ist schon cool. Gut, wir haben bloß noch eine Ultra verbleibend. Leider keine Quarter. Können wir mit leben. Bei der Handtrap können wir damit leben. Das fühlt sich sehr dick an. Das öffnen wir zum Schluss. Vielleicht habe ich ein Händchen. Einmal Soa, einmal das, einmal dies, einmal jenes. Einmal den Kumpel, den hatten wir schon. Interessant. Einmal weg. Panzerungshai. Geißel. Oh, guckt euch mal an. Diese Damage, das Booster. Das Booster hat was abgekriegt. Kein Beleben. Geißel vom Weißen Wald. Haben wir schon. Scheiß drauf. Taktikausbilder und so weiter. Wir haben den Künstlerzauberer Ballreiter. Zeremonien, Beute. Und wir haben Nummer C32, Heidrache Levi's. Levi's. Wer weiß? Levi's. Eine Ultra wäre lustig. Eine Ultra wäre schön. Ob das nun der Ultra, ach der weiße Drache oder der Rotauge wäre. Nee, ist er nicht. Wir haben Poseidra Abyss, der atlantische Drachenherrscher. Die Bosskarte. Sehr geil. Drei Monster der Stufe 7. Cool, also alle Ultras sind Wasserkarten, sollte in einem Wasserhauptzelt natürlich auch so sein. Ja, sehr schön. Sehr schön. Da habe ich mich bei dem Booster hier wohl doch getäuscht. Einmal dies, einmal das, einmal das. Azamina Schuld. Schuldnerinnen. Haben wir die schon? Nee. Und einmal ein bisschen Müll. Zwei Booster noch, kann ja nicht mehr so viel kommen. Das Juwel, Akihiron und wir haben eine dritte Secret. Alter, was ist denn das für ein Display?
Was ist denn das für ein Display? Alter! Alter! Die wollte ich haben. Das ist ja der absolute Overshit. Ich schätze mal ein 100er. Ich schätze mal 30. Ich schätze mal 30. Hab jetzt nicht die Preise in dem Kopf, aber ich denke schon. Dominus Impuls für alle Leute, die sie nicht kennen. Falls dein Gegner eine Karte kontrolliert, kannst du diese Karte von deiner Hand aktivieren. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder der einen Effekt erhält, der ein oder mehr Monster als Spezialbeschwörung beschwört, annulliere jeden Effekt. Dann, falls du diese Karte von deiner Hand aktiviert hast, kannst du für den Rest dieses Duells keine Effekte von Licht, Erde und Windmonstern aktivieren. Also für alle nicht Licht-, Erde- oder Winddecks, perfekt. Und die Handwrap, die Karten ziehen lässt, plus eine Money-Karte, weil es Meta ist. Alter, das ist ein Display. Das ist ein Display. Drei super Secrets. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Und einmal Metall-Illusionist. Oh, kann ich mir leben. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Was soll ich sagen? Das nenne ich mal ein Dizzy. Eria. Und die drei Hübschen. Ja, das wäre es gewesen zu diesem kleinen, aber feinen Opening von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Videos von Nightmare 1989. Bis dahin wünsche ich alles Gute und macht's gut.